Rentenerhöhung 2024. Mit diesem simplen, einfachen Trick Steuern sparen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, zum 1.7.2024 ist es ja nun mal soweit, da klingelt sozusagen im Portemonnaie, im Rentenportemonnaie, rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten dann ihre Rentenerhöhung, 4,57% mehr monatliche Rente. Das bedeutet aber auch für viele von Ihnen, es wird geschätzt über 100.000, dass Sie dann ab diesem Zeitpunkt möglicherweise steuerpflichtig werden, weil Ihre Monatsrente, Ihre Bruttomonatsrente dann über 16.400 Euro liegt. Und das bedeutet, sehr zum Ärger natürlich, das verstehe ich auch, dass Sie dann eine Steuererklärung abgeben müssen im Jahr 2025, aber auch dann auch noch eventuell nach Runterrechnung dann auch noch Einkommensteuern zahlen müssen. Und das können Sie ganz einfach vermeiden mit einem ganz simplen, einfachen Trick. Das ist kein Zaubertrick, das ist also nichts Illegales. Beantragen Sie, wenn es geht, noch rückwirkend für das Jahr 2024 einen Grad der Behinderung. Ab dem Grad der Behinderung 20 gibt es schon einen entsprechenden Sonderpauschbetrag von oder Steuerfreibetrag von 384 Euro für das Jahr 2024. Und wer dann mehr hat, also wer zum Beispiel einen Grad der Behinderung von 50 hat oder ein Merkzeichen, der kriegt dann oben auch noch was drauf, meine Damen und Herren. Von allein geht's natürlich nicht und es ist auch nicht schön, wenn man eine Behinderung hat, aber warum wollen Sie sich das entgehen lassen? Das ist die große Preisfrage. Und alle diejenigen, die älter werden, die haben natürlich immer mal hier und da am linken und am rechten Ohr ein kleines Zipperlein. Und das kann dann zum großen Ärgernis werden, wenn dann zum Beispiel Sie eine Knieprothese bekommen oder aber Sie ein Hüftimplantat bekommen oder Sie eine schwerwiegende Operation haben oder eine Erkrankung haben, wo dann Funktionsbeeinträchtigungen am Körper eintreten. Und dann steht Ihnen möglicherweise ein Grad der Behinderung zu. Das muss nicht unbedingt immer eine Schwerbehinderung sein. Es kann aber ein Grad von 30 sein, von 40 sein. Es kann auch ab einem Grad der Behinderung von 50 da noch ein Merkzeichen sein, wie zum Beispiel Gehbehinderung oder AG und vieles andere mehr. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich das bitte nicht entgehen. Es hilft Steuern sparen und dann müssen Sie sich nämlich nicht ärgern, dass das Finanzamt bei Ihnen dann entsprechende Steuern festsetzt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Simpler, einfacher Trick, mit dem Sie Steuern sparen können. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.